Servus YouTube und Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk 2077. In der letzten Folge haben wir größtenteils das DLC erledigt. Wir haben das Hauptende des DLCs, also eins der Enden, freigeschaltet, was wir im ersten Durchgang ja nicht hatten, weil wir Songbird Golf hatten. Aber es gibt jetzt ein neues Ende, was wir dann ganz am Ende wählen werden, wenn wir mit dem Spiel fertig sind, wenn wir alles andere erledigt haben. Jetzt aber, wie gesagt, in der letzten Folge werden wir jetzt erstmal hier wieder in den Alltag des Söldnerlebens zurückkehren und alles andere erledigen. Adiala. Mal gucken, was wir machen. Das mit dem Perales haben wir. Jetzt leitet ja dann auch der River seine Questline wieder ein. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt hier hin, machen die zwei Aufträge und dann treffen wir uns mit Steven. So machen wir das. Ich habe Arbeit. Hohes Tier von Biotechnica. Sie versteckt sich in einem Konzernhotel. Ziemlich für Security. Ich brauche jemanden mit Eiern. Jemanden wie dich. Du stehst doch auf sowas, oder? Infos anbei.
Scheiße. Diese scheiß Kamera hier. Die bin ich geachtet. Egal, dann hauen wir hier halt auf die Kacke. Ist ja Wurst. Ich mache sonst immer meistens alles sneaky, daher ist es jetzt nicht so schlimm. Muss ja nicht immer sein. Eine Frage der Zeit. Der Beschuss! Position verloren!
Schrei so viel du willst. Keiner wird dich hören. Alter, das ist ja unglaublich. What the fuck? Gehört, Joanne Koch ist erledigt. Sehr gut. Ich arbeite gern mit Profis. Auftrag ist durch, Eddies sind unterwegs. Ziemlich großzügig. Was sagst du? Infos anbei. Lass mich nicht betteln. Ja, das ist ja auch easier. Na klar.
Der Auftrag ist so easy. Viel zu einfach. Hallo? Sehr gut. Ich wusste, du kriegst das hin. Der Kunde ist zufrieden. Die Kohleaufnahmen sind wohl sehr interessant. Danke, W. Auftrag erledigt. Der lebt denn noch? Fucking Schrotflinten, was da ist. Ich finde ein bisschen den Spiel ich jetzt gerade unbalanced. Warum mal diese. Oh wow, jetzt kann ich die Scheiße wieder machen, GG. Also was ich sagen will, der Modus spiele ich jetzt gerade, finde ich, ein bisschen unbalanced. Ich habe fast volle Panzerung, ich bin voll geballert mit Cyberware und ich verreck bei manchen Gegnern trotzdem mit 3 Kugeln. Und ich selber kann manchmal auf die Gegner einballern und die verrecken nicht. Bisschen komisch. Yo, W. Du musst ein paar Aufnahmen besorgen. Eitles Zeug. Der Kunde ist ziemlich... großzügig. Was sagst du? Infos anbei. Lass mich nicht betteln. So intelligent und doch so dämlich. Ja. Ich weiß, dass du da bist. Ich spüre es. Oh, who did it?
keine. Du kriegst das hin. Der Kunde ist zufrieden. Die Kohleaufnahmen sind wohl sehr interessant. Danke, Wien. Auftrag erledigt. So, Steven. Schön, dich zu sehen. Hey, du hast mir geschrieben. Ja, ich wollte dir für deine Hilfe im Dogtown danken. Ich arbeite, werde bald befördert. Na, alles läuft gut. Keine Gewissensbisse? Na, hin und wieder. Aber nur ganz kleine. Hier, das ist für dich. Ich stehe zu meinem Wort. Was ist mit Anna? Arbeitet sie auch noch? Wie war der Verlust von Barnas Biodaten für sie? Nicht so toll. Das heißt? Das heißt, sie hat Fragen gestellt. Hat sich alle Mühe gegeben, gefeuert zu werden. Tja, und es dann auch geschafft. Ich versuche zu helfen, aber du kennst sie ja. Stur wie ein Esel. Und? Was jetzt? Tja, Brasilien wird die Soft-Oil-Verträge abschließen. Dann fließen Milliarden von Euro-Dollar in unsere Wirtschaft. Ich meinte dich, Steve. Oh, ich lebe halt. Das Leben, das ich gewählt habe. Danke dir, Steve. Pass auf dich auf.
Das tun vernünftige Leute wie wir immer. Weißt du doch, oder? Mhm. Bis dann. Eddies. Ist auch nicht so viele. Bisschen frech. Dafür, dass wir den Golf haben. Sieh an, sieh an. Kann ich immer wieder mitnehmen. Warte mal, mit dem konnten wir doch das Ding craften, ne? Ja, dafür war der nämlich. Was ist das für eine Dingens? Power. Aber wir können da gar keine Mod draufballern. Ich stelle das mal hier hin. Das triggert mich, dass ich die Tür im Ofen ist. Sieh mal. Hey, sieh mal. Siehst du das? Wie? Shang-Hun hat letztens seinen Job für dich erledigt. Liege ich da richtig? Stimmt. Wieso? Was ist los? Nun, Shang-Hun hat versucht, diesen Auftrag vor mir zu verstecken. Jetzt ist er verschwunden. Ich habe meine Leute zu ihm geschickt. Aber jemand war vor uns da und hat alles durchwühlt. Keine Spur von Shang-Hun. Wakako. Ich hoffe, dass Shang-Huns Verschwinden nichts mit diesem Job von dir zu tun hatte. Ich wäre ungehalten, wenn dies der Fall wäre. Maxtech hat sich den gestoppt. Du Scheiße. Tja, das war's wohl. Jetzt müssen wir mal hier kurz hin, weil ich weiß noch, wo ein Vorteilsspieler versteckt ist. Achtung, Dogtown! Hier spricht Bennett! Colonel Kurt Hansen ist tot! Ich wiederhole! Kurt Hansen ist... Oh, that's...
schlimmer Tag hier im Doctown. Der Colonel ist da so. Mit der Waffe in der Hand. Und die Drecksäcke, die ihn erledigt haben, die werden dafür bezahlt. Wisst ihr warum? Kurt Hansen mag tot sein. Scheiße, wie schalte ich dieses Ding ab? Scheiß auf Konzerne, kauf bei Runners! Ronnie, der Runster! Mit dem brauchen wir gar nicht reden. Labern wir wieder eine halbe Stunde und erzählt uns ja eh nur die Sachen, was hier so laufen. Haben wir uns ja im ersten Durchgang schon ausführlich angehört. Was brauchst du, Engelchen? Eddies für den Veteran? Ja, bedien dich. Ich wusste, du bist eine von den Guten. Danke. Ich wusste, auf dich ist Verlass wie. Der Prozess ist vorbei. Eric ist auf freiem Fuß und unsere kleine Abmachung bleibt geheim. Du hast mein Problem gelöst, hoffentlich ein für alle Mal. Ein für alle Mal, da würde ich nicht darauf wetten. Dein Sohn zieht Ärger an wie ein Choi-Toy Geschlechtskrankheiten. Pass auf dich auf. Nur über hier hinten. Thank you.
Hey Süße, erinnerst du dich noch an mich? Wir haben im HH gequatscht. Ich habe dir geholfen, diese Staatsanwältin Georgina irgendwas zu finden. Genau, du meintest doch, du würdest mir beim Expandieren helfen. Toilettencheck, klar erinnere ich mich, aber meine To-Do-Liste ist echt lang, also brauchst du ein bisschen Geduld. To-Do-Liste, na klar, melde dich, wenn du Zeit hast. Muss ich denn wirklich anrufen oder was? Check. Schon vorbei oder was? Check, 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 check hier. Nee, Jackie Wills. Kann ich gar nicht anrufen. Glückwunsch. War es das wert? Auf einer Skala von 1 bis 6? Oh, würde sagen, eine dicke 6. Wir wissen wohl beide, was als nächstes passiert. Delamain vermisst dich. Ich soll dich abschalten. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Komm schon, mach die Sache nicht unnötig schwer. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts. Nur so viel. Ich töte sie und der ganze Kuchen ist weg. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Okay, mir reicht's. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4... Mal sehen, wie aus Matschbirnen echte Tötungsmaschinen werden. Seite 70. Ja. Okay, Tötungsmaschinen, werft einen tiefen Blick in eure neuen schwarzen Seelen und sagt mir, was ihr seht. Ach, ich erspare ihnen die Mühe. Immer noch Matsch. Hey, hast du eine Kippe? Okay,
Der, ich habe gedacht, die Bullen kommen hier nicht nach Pazifika. Jetzt geht der mir wieder auf den Sack hier. Schalt dich ab oder ich mach Altmetall aus dir. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Ist es denn so furchtbar, zu Delamain zurückzugehen? Muss das sein? Ich hab sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Das Psychodoc-Blablabla hätte ich dir eher abgenommen, wenn du mich vorhin nicht fast umgebracht hättest. Worum geht's Ihnen denn? Ums Überleben? Sie bewegen sich noch, aber glauben Sie mir, Sie sind tot. Woher? Genug geredet. Ich gehe zurück. Immer wieder nicht. Ich muss los. Jetzt können wir reden. Los. Willkommen im Delamain Network. Wie geht es Ihnen heute? Ging schon mal besser. Und dir, Del? Alle vermissten Fahrzeuge sind zurückgekehrt. Man könnte sagen, es geht mir blendend. Ich möchte Sie bitten, doch in meinem Büro vorbeizukommen, um Ihre Belohnung abzuholen. Ich will Ihnen persönlich danken. Schnelles Lernen. The fuck. Echt mal hier ein paar Sachen zu legen. Früher hat es sich auf jeden Fall gelohnt, die Dinger zu verkaufen, aber mittlerweile bringt die gar nicht mehr so viel Kohle. Zerlege ich die Scheiße einfach und wir kriegen Komponente raus, die wir eh nicht benutzen. Aber wir sind auf jeden Fall etwas leichter jetzt. Fuck, warum wird jetzt der Helm angezeigt?
haben wir das auch erledigt. Oben haben wir noch ein Cyberpsycho, das ist der letzte, glaube ich sogar. Oder? Das müsste der letzte sein. Die hätten haben sie alle geholt. Ja, das ist der letzte. Stell dich hinten an. Der kann nichts machen, der Typ. Oh, hier ist es doch. So. Ich glaube, wir haben so alle Leben diesmal erwischt, oder?
Oh, das war der letzte. Das war hier. Hallo, die Dame. Ich habe vergessen, Sie daran zu erinnern, den Scanner zurückzugeben. Falls Sie ihn dabei haben, bitte legen Sie ihn zurück. Alle Verlorenen sind wieder in meinem Besitz. Ich möchte Ihnen noch einmal für Ihre Hilfe danken. Das war wie eine Schnitzeljagd nach deinen Stimmungsschwankungen. Du bist komplexer als gedacht. Ja, nun, ich habe den letzten Anteil Ihres Honorars überwiesen. Ich bin Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Wie kam es zu der Persönlichkeitsspaltung? Und warum? Eine gute Frage. Ich gehe der Sache nach, aber im Moment weiß ich leider nicht mehr als Sie. Danke für die angenehme Zusammenarbeit. Gleichfalls. Ich freue mich darauf, in Zukunft wieder mit Ihnen zu arbeiten. Einen schönen Tag. Naja. Also angenehm würde ich das jetzt nicht gerade sagen. Ich meine, manche von denen haben über Sachen geredet, was sie gar nicht wissen können. Haben so Zeug gefaselt, dass wir sterben und sowas. Das finde ich jetzt nicht so angenehm. Geht's gar nicht rum. Scheiße, das ist die Oma. Erstmal blockieren. Ja, Ma'am, das bin ich. Mein Name ist Wie, schön Sie kennenzulernen. Gute Manieren, das überrascht mich. Ich habe gehört, du kommst aus Night City, dort geboren und aufgewachsen. Ganz genau. Haywood ist mein Zuhause. Offenbar haben wir dort ein paar gemeinsame Bekannte. Und jetzt bist du also Söldnerin. Was machst du genau? Jetzt gerade im ich versuche nicht zu sterben. Beim letzten Auftrag lief nicht alles nach Plan, also muss ich das wieder zurechtbiegen. Du bist ehrlich, das gefällt mir. Und was genau hast du mit meiner Enkelin vor? Meinst du es so ernst mit ihr? Ich gebe mir echt Mühe, alles richtig zu machen. Sie ist was ganz Besonderes. Das ist sie. Nun, das war aufschlussreich. Nenn mich ruhig Abuela. Oh. Und kümmere dich gut um meine Ranita, ich vertraue dir da. Das ist ja sweet. Eine sehr gute Omi.
Oh, sie liebt uns. Danke, dass du mit ihr geredet hast. Wie? Naja, eigentlich eher geschrieben. Ich weiß, sie kam krass rüberkommen. Bist die Beste. Schön. Aber man kann auf jeden Fall mit ihr nicht telefonieren, du Schade. Das wäre bestimmt lustig gewesen. Aber so ist auch gut gewesen. Man will sich ja nicht beschweren. So, das war auf jeden Fall eine weitere Folge Cyberpunk 2077. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dorthin, haut rein. Euer Worldgamer YouTube. Ciao.